Musik hat immer eine große Rolle bei uns zu Hause gespielt. Mein Bruder Jens und ich, das war Pflicht in unserer Kindheit und Jugend, eine Stunde Klavier üben, bevor man spielen durfte. Und dann später auf dem Gymnasium hatte ich einen ganz, ganz tollen Musiklehrer, der die ganze Klasse und insbesondere mich dazu motivierte, Jazz- und Bluesmusik zu machen. Und da erwachte eigentlich mein Wunsch, Berufsmusiker später mal zu werden. Dann habe ich während der Musikhochschulzeit meinen Kollegen Hannes kennengelernt. Wir haben dann eine Band gegründet. Hannes ist Schlagzeuger, ich machte Gesang und Mundharmonika. Und diese Band hat bis zum heutigen Tage Bestand, obwohl wir natürlich sehr viel weniger live spielen, als wir das früher getan haben. Aber wir fingen dann irgendwann mal an, Aufnahmen hier zu machen in diesem ehemaligen Proberaum, der sich mit den Jahren zum Studio entwickelt hat, was Hannes zum Studio dann umfunktioniert hat. Und machten Produktionen unter anderem für Selected Sound, für EMI Production Music, immer unter verschiedenen Themen. Das heißt, ein Thema, das kann entweder eine Länderserie sein oder ein bestimmtes musikalisches Thema, eine Stilistik, eine Jazz-CD, eine Reggae-CD. Und was mich persönlich an der Filmmusik immer sehr, sehr interessiert hatte, ist die Funktion, die die Musik im Film hat. Dass gar nicht so sehr die Musik an sich im Vordergrund steht, so wie es sonst in der Popmusik ist oder in der Band, wo man einen Song präsentieren will, der an sich schon der Mittelpunkt ist, sondern im Film hat die Musik halt eine unterstützende Funktion und gleicht sich den Bildern an. Es ist also dazu da, gar nicht so sehr herauszustechen, sondern im Prinzip nicht aufzufallen und das zu unterstützen, was auf den Bildern gezeigt wird. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Musik darf nicht störend wirken zu den Bildern, sondern grundsätzlich muss die Musik einfach die Bilder unterstützen. Das ist etwas, muss so eine Art Bett bilden und irgendwie die Emotionen verstärken, die ausgedrückt werden sollen durch den Film. In dem Moment, wo sie sich zu sehr verselbstständigt, läuft man Gefahr, dass man das Thema verfehlt, sozusagen. Bei Sprache ist es dann wieder ganz anders. Wenn die Sprache im Vordergrund steht, die Konversation innerhalb des Films, dann ist es häufig ratsam, sich mit der Musik weitgehend zurückzuhalten, würde ich mal sagen, so als Faustregel. Tempo, Timing ist das Wichtigste. Also man kann schnelle Szenen kaputt machen, indem sie die langsame Musik drunter setzt oder schlecht geschnittene Musik. Es läuft immer wirklich synchron und man kann auch die Dramaturgie einer Szene erhöhen, indem man schnelle Musik nimmt. Und also Tempo ist immer ganz, ganz wichtig eigentlich in jedem Bereich, was Filmmusik angeht. Das kann man pauschal so nicht sagen. Das hängt meistens eigentlich von der Intention des Filmemachers ab. Also wenn viel Musik eingesetzt ist und man ganz abrupt plötzlich keine Musik einsetzt, ist das auch wieder ein Stilmittel. Aber grundsätzlich zu sagen, es gibt Szenen, denen darf keine Musik vorkommen, kann man eigentlich so nicht sagen. Alles hat dramaturgische Gründe, weswegen man Musik einsetzt oder sie nicht einsetzt. Naja, grundsätzlich so früh wie möglich. Je wichtiger die Musik sein soll, desto früh wie möglich fängt man an, auch Musik dann einzuplanen. Gucken, was könnte die richtige Musik sein? Muss man was komponieren lassen? Gibt es vielleicht fertige Musik, die man auch dafür nehmen kann? Und da sind wir natürlich auch oft dann durch unsere Arbeit auch gefragt, weil wir eben sehr viel auch im Vorhinein produzieren. In der Praxis sieht es allerdings häufig anders aus. In der Praxis ist es häufig so, dass man eine fertige Filmsequenz geliefert bekommt und muss die Musik dazu liefern und das alles möglichst zu gestern. Ist ein bisschen Geschmackssache, aber oft sagt man, dass weniger Musik mehr ist. Also es gibt schon Filme, wo dann sehr viel Musik drin ist, wo man dann auch im Nachhinein sagt, naja, das ist ja ein halber Musikfilm. Also immer das, was Lars auch am Anfang gesagt hat, je mehr es eigentlich anfängt, dass Musik sich in den Vordergrund spielt, desto mehr fängt es eigentlich an, seine Bedeutung zu verlieren oder ein bisschen vielleicht gegen den Film zu arbeiten. Also oft ist halt Musik, die man gar nicht wirklich wahrnimmt, sondern eigentlich nur den Film insgesamt spannend und toll findet, eigentlich dann richtig eingesetzt. Meine Erfahrung ist, dass ein Regisseur eigentlich nach Beendigung des Rohschnitts sich mit dem Film, mit dem Komponisten zusammensetzt und seine Wünsche äußert und seine eigenen Vorstellungen
und sie sich zusammen den Rohschnitt angucken und der Regisseur gezielt sagt, hier möchte ich die und die Art von Musik haben mit der und der Wirkung und sie quasi den ganzen Film durchgehen. Und dann der Komponist anfängt und erstmal alleine arbeitet, sagt, okay, so, gib mir mal 2-3 Wochen und ich werde mir ein bisschen was überlegen und präsentiere dir das und dann können wir wieder darüber reden. Das ist der normale Weg, wie man eigentlich arbeitet zwischen Regisseur und Komponist. Und dann wird halt, wenn der Regisseur grundsätzlich zufrieden damit ist, wird im Detail vielleicht nochmal etwas gearbeitet. Grundsätzlich ist immer das Timing innerhalb des Filmes nachher ganz entscheidend. Bleibt da im Rohschnitt auch, bleiben die Schnitte genauso, wie sie beim Rohschnitt schon sind, oder ändern sie sich? Dann muss auch die Musik eventuell nochmal geändert werden. Also immer ist alles eine Tempo- und eine Timing-Sache zwischen Film und der dazugehörigen Musik. Ja, das hat verschiedene Gründe. Einmal, dass es weniger Geld zur Verfügung steht für Produktionen. Es werden mehr fertige Musik zunehmend eingesetzt. Früher wurde eigentlich nur Auftragskomposition vergeben. Heutzutage guckt man, was es an fertiger Musik gibt, die bereits wunderbar geeignet ist. Und da findet man natürlich auch, es gibt ja eben dank EMI Production Music ja auch ein riesiges Reservoir an toller Musik, die man einfach so dann in den Film einsetzen kann, den der einfach nur geschnitten werden muss auf die jeweiligen Szenen. Ganz viele eigentlich. Ja. Also einer der ersten Filme, die mich unglaublich beeindruckt haben, wo Ennio Morricone die Musik gemacht hat, sowieso einer der ganz großen Helden dieses Genres, war Spiel mir das Lied von Tod. Ein Stück, was natürlich jeder kennt, ein Film, den jeder sicherlich mindestens einmal gesehen hat. Ich glaube, ich habe ihn 25 Mal gesehen. Und es ist einfach großartig, wie die Musik so unterstützend wirkt und wie man Gänsehaut an den richtigen Stellen bekommt, dass dieser Film insgesamt zu einem Meisterwerk wird und natürlich die Filmmusik ganz, ganz entscheidende und wichtige Rolle dabei auch spielt. Also Film ist für mich im Prinzip eine momentan Beleuchtung einer bestimmten Lebenssequenz, eines bestimmten Lebensbereiches. Und eben sehr gut ausgeleuchtet und möglicherweise von verschiedenen Seiten beleuchtet. Das würde ich so sagen, ist Film etwas. Ich bin selbst ein leidenschaftlicher Filmegucker. Ich liebe es, Filme zu sehen, wenn die gut gemacht sind. Und ich merke immer am Anfang, dass ich in den ersten 5 Minuten eines Films meistens mit sehr kritischen Augen und Ohren hinblicke und sehe, Mensch, ist die Musik tatsächlich gut gemacht oder hat der wirklich die richtigen Accessoires an? Ist das die falsche Uhr irgendwie für die falsche Historie sozusagen? Und irgendwann, wenn so ein Film gut gemacht ist, nach 5 Minuten spätestens, tauche ich da so ein, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich einen Film gucke, sondern ich bin so dermaßen in der Geschichte drin, dass er mich die nächsten 1,5 Stunden fesselt.